Er ist wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Manuel Neuer, die Nummer 1 von Schalke, nach langer Verletzungspause wieder fit. Nur einer von vielen guten Typen der U21, wie Sami Khedira beim VfB. Der Münchner Toni Kroos, Jan Rosenthal, Hannover 96, der Bremer Özil, Askan Dejaga vom VfL Wolfsburg und Marco Marin von Borussia Mönchengladbach. Sie zählen alle fast schon zum Stammpersonal der höchsten deutschen Liga. Ja, ich denke mal, im Gegensatz zu früher sind mehr Spieler, die jetzt auch in der Bundesliga im Fokus stehen. Früher hatte man, also ich sag mal so, vor 4, 5 Jahren hatte man vielleicht 3, 4 Spieler, die schon bekannt waren jetzt so in der Bundesliga, aber das hat sich schon so geändert. Auch spezifisch jetzt auch bei den Torhütern, wie Michael Rensing, der wurde ja auch jetzt eingewechselt und beziehungsweise ist jetzt die Nummer 1 bei Bayern München und ich jetzt auch und René Adler, das hat sich am schnellsten jetzt geändert und ja, ich denke mal, jetzt haben wir einige Spieler, die auch im Fokus stehen in der Bundesliga und deshalb haben wir auch gewisse Typen auf dem Platz, die dann auch schon mal das Heft in die Hand nehmen können. Ja, wir profitieren natürlich im großen Maße davon. Ich denke, das spiegelt sich auch in unseren Leistungen wieder, dass wir einfach einen tollen Fußball eigentlich zeigen. Und dass wir den Leuten auch einfach was bieten können. Und ich denke, den kann man einfach nur ans Herz legen, auch ins Stadion zu kommen. Benedikt Hövedes, auch ein Schalker Junge, will zusammen mit Manuel Neuer nun die Franzosen stoppen. Die Devise, hinten die Null halten. Natürlich ist es der erwartend harte Brocken, den wir da bekommen haben. Aber ich denke, wir sollten uns mit den stärksten Mannschaften messen, um unser Ziel dann zu erreichen und das ist Europameister werden. Ich gucke jetzt nicht auf einzelne Spieler da. Wir wissen halt, Frankreich ist ein guter Verband und hat überall seine Qualitäten und da braucht man nicht auf einzelne Spieler gucken, weil wir haben genauso dieselben Spieler, wie auch vorhin schon Sie gesagt haben, mit Askan Dejaga oder Toni Kroos, da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Und wir müssen einfach versuchen, eine gute Mannschaft auf dem Platz zu sein, ein Team zu sein, zusammenzuhalten und dann versuchen wir es schon zu schaffen und weiterzukommen. Ne? Beide haben es schon mit der U19 bis ins EM-Halbfinale geschafft. Neuer 2005, Hövedes letztes Jahr. Jetzt wollen sie über die Playoffs im nächsten Jahr um den Titel spielen. Und zwar in Schweden. Ja gut, bei der U19 im letzten Jahr hatten wir natürlich eine Riesenchance, weil wir damals auch einen starken Kader zur Verfügung hatten. Und wie Sie gerade schon beschrieben haben, sehr unglücklich wirklich verloren haben gegen die Griechen. Und ja, natürlich ist man sehr heiß, um jetzt bei der nächsten Chance da besser auszusehen und da wirklich ins Finale zu kommen, beziehungsweise dieses auch zu gewinnen. Bei der U19 haben wir im Halbfinale auch das Spiel dann halt gegen Frankreich verloren, haben 3-2 verloren und das war auch ein ganz knappes Spiel und deswegen besteht ja auch noch für die Leute, die jetzt dabei waren, eine ganz kleine Rechnung offen und da können wir uns natürlich auch beweisen dann noch. Diese Rechnung kann Neuer nun am Freitag in Magdeburg und 5 Tage später in Metz schnell begleichen. Ich hoffe natürlich dass wir ein volles Stadion kriegen in Magdeburg und dass viele Fans uns unterstützen. Und wenn wir dann mit den Fans im Rücken das Spiel bestreiten, dann werden wir mit Sicherheit zu Hause versuchen, erstmal zu gewinnen. Und dann in Metz das Rückspiel, das müssen wir halt sehen. Und dann kann man natürlich auch analysieren, wie das erste Spiel verlaufen ist und kennt den Gegner schon ein bisschen. Und in der Taktik sind wir natürlich nicht so schlecht, die Deutschen immer. Ne? Konzentriert und selbstbewusst. Es wird ein heißer Fight. Deutschland gegen Frankreich.